Hallo, meine Lieben. Schön, dass ihr jetzt hier bei mir seid. Schön, dass ihr zu mir gefunden habt. Ich schicke euch sonnige Grüße. In dieser Legung geht es um dein Gegenüber. Das ist eine Nachricht von ihm, eine Nachricht von deinem Gegenüber, eine Nachricht von ihr. Ich schaue für dich in die Tarotkarten. Du schaust, ob du mit dieser Legung in Resonanz gehen kannst. Es ist eine allgemeine Legung. Es kann sein, dass vielleicht nicht alles, nicht zu 100% mit dir, deiner Situation übereinstimmen wird. Aber du hast diese Legung gefunden. Du bist jetzt hier bei mir. Deswegen, es ist hier etwas für dich drin enthalten. Ja, du sollst etwas erfahren. Was möchte dir denn dein Gegenüber denn so sagen? Das ist ja eine Nachricht von ihm oder ihr. Also dein Gegenüber ist ganz schön gesprächig, ja? Also die Karten sind schon so herausgefallen und deswegen ist es hier wirklich etwas Wichtiges. Hier sind drei Karten, ja? Es ist etwas Wichtiges, was er oder sie dir denn so mitteilen möchte. Und wenn du zum Beispiel diese Legung gut gefunden hast oder das, was ich hier so mache, kannst du natürlich meinen Kanal liken. Du kannst mir einen Kommentar schreiben, das würde mich sehr freuen. Und du kannst natürlich auch abonnieren, falls du es noch nicht getan hast. Und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, dann bekommst du sofort eine Nachricht, wenn ich ein neues Video reingestellt habe. Ja? Was habe ich denn hier? Ich habe hier die 8 der Kelche, den König der Stäbe und die Kraft. Was möchte er dir sagen? Er oder sie? Seine Nachricht lautet hier: Ich gehe jetzt einen schweren Weg. Ich gehe jetzt einen anderen Weg. Ich traue mich endlich, diesen Weg zu gehen. Ja, das ist ein neuer Weg. Das ist der Weg der Leidenschaft. Mit dem König der Stäbe. Ja, der König der Stäbe, das ist ein sehr leidenschaftlicher König und deswegen möchte dir hier dein Gegenüber sagen, dass er oder sie hier den Weg der Leidenschaft gehen möchte. Das sind leidenschaftliche Schritte, beziehungsweise man hat sehr viel Energie und möchte das alles in die richtige Richtung bringen. Ja, das ist kein einfacher Weg. Ja, das ist hier kein einfacher Weg. Dein Gegenüber weiß es und möchte es dir mitteilen, damit du dich nicht wunderst. Hier auf dem Bild sind überall Paare. Dein Gegenüber wünscht sich Zweisamkeit, wünscht sich Nähe. Ich habe hier auch die Kelche, deswegen Liebe, Zuneigung. Das ist der Wunsch, ja, von deinem Gegenüber, einfach zu zweit zu sein mit jemandem. So wie ich das hier sehe, also das möchte dir dein Gegenüber mitteilen. Also, und das, was ich hier so sehe, ist, dass dein Gegenüber das hier mit dir sein möchte. Vielleicht seid ihr noch nicht zusammen oder es ist irgendwie so schwierig kompliziert. Oder dein Gegenüber möchte in der Liebe einen neuen Weg beschreiten, einen anderen Weg beschreiten, ja, irgendetwas anders machen. Kann sein, dass ihr schon zusammen seid, dass ihr schon in einer Partnerschaft seid. Aber dann möchte dir dein Gegenüber hier mitteilen, ich möchte einen neuen Weg mit dir gehen, einen anderen Weg. Und das ist ein Weg mit dir, denn ich habe, wie gesagt, hier überall diese Paare. Vielleicht bist du und dein Gegenüber hier die zwei Schmetterlinge, vielleicht die zwei kleinen Vögelchen, vielleicht die zwei Libellen. Oder hier die zwei weißen, stolzen Schwäne, ja. Ich weiß nicht, wie dein Gegenüber euch beide so wahrnimmt, aber hier sind unterschiedliche Möglichkeiten, wie ihr als Paar so für ihn oder sie so sichtbar seid oder in welche Richtung es vielleicht gehen sollte. Ja, die Schwäne, sie sind sehr treu, nicht wahr? Ja, und hier Schmetterlinge und die Libellen, die fliegen. Also es ist so eine Leichtigkeit. Kann sein, dass dein Gegenüber dir mitteilen möchte, dass er oder sie mit dir in die Leichtigkeit gehen möchte. Es ist aber ein schwerer Weg für ihn, ja? Möchte mehr Leichtigkeit, aber das fällt ihm nicht leicht. So ist es nämlich gemeint und das sollst du jetzt wissen.
Und das ist hier aber auch sowas wie, dass dein Gegenüber auch dafür irgendetwas hergeben muss, ja. Das sollst du jetzt auch wissen, dass er oder sie hier irgendetwas zurücklässt. Ich weiß nicht, was das ist. Aber vielleicht eine innere Einstellung einfach nur. Und das fällt nicht schwer, sich von dieser inneren Einstellung einfach frei zu machen. Ja, vielleicht irgendeine Überzeugung, vielleicht irgendetwas, wie man, ja, zum Beispiel, man hat das die ganze Zeit so und so gemacht und davon verabschiedet sich den Gegenüber, geht sozusagen ins Ungewisse in Bezug auf die Liebe und möchte hier ein Paar werden. Ja, das Ziel ist irgendwie so eine Verbindung, sich mit jemandem zusammentun. Und ich habe das hier so mit dir, ja? Weil wieso sollte dein Gegenüber dir das denn sonst sagen wollen hier in dieser Legung? Ja, das wäre ja ein bisschen komisch. Und der König der Stäbe, ja, das könnte dein Gegenüber sein. Jemand, der feurig ist, der leidenschaftlich ist oder jetzt feurig und leidenschaftlich sein wird, weil mit diesem neuen Weg ist Leidenschaft verbunden, ja. Deswegen, das kann sein, dass dein Gegenüber sich von diesem Nichtstun, von dieser Langsamkeit, von dieser Ablehnung, ja, von diesem Zurückhalten, jetzt verabschiedet, das könnte ihm schwerfallen und geht jetzt in die Energie des König der Stäbe, feurig, leidenschaftlich, schnell. Ein Ziel vor Augen haben und das Ziel ist die Kraft, ja. Das hat dein Gegenüber hier vor Augen, die Kraft. Kraftvoll sein, Stärke ausstrahlen. Ja, vielleicht war dein Gegenüber irgendwie nicht so ganz kräftig, stark, präsent, hatte vielleicht kein Ziel, war wie so ein Blatt im Wind, immer hin und her. Und jetzt möchte man konkret sein, möchte man auch hier so. So ein bisschen mehr sich selber zeigen, sich selber vielleicht auch irgendwo ein bisschen beweisen. Und zwar dieses sich beweisen, das ist in Bezug auf ihn selber und aber auch in Bezug auf dich. Das möchte dir dein Gegenüber hier mitteilen, ja? Ich werde jetzt hier stark sein, ich werde jetzt hier mir selber Feuer unterm Hintern machen, ja? In die Tasten hauen, sowas habe ich auch hier gesehen. Also, dass man endlich so dieses Innere nach außen treten lässt. Vielleicht ist dein Gegenüber auch hier ein Feuerzeichen. Kann ja sein, ja? Dass dein Gegenüber ein Feuerzeichen ist, vielleicht sogar Löwe. Kann auch hier ein Wasserzeichen sein, weil ich habe hier auch die Kelche. Muss nicht sein. Ich habe das hier so, dass dein Gegenüber dir irgendwie sagen will, dass man jetzt mehr das Ganze anpacken möchte. Wirklich was draus machen will. Konkret. Und bei einigen ist es so, mit der Kraft. Du hast mich gezähmt, ja? Das möchte dir dein Gegenüber sagen. Du hast mich gezähmt, ich fresse dir aus der Hand. Es kann hier aber auch so sein, so ein bisschen andersherum, dass dein Gegenüber das erreichen möchte, dass du ihm aus der Hand frisst. Kann auch hier so sein, kann auch umgekehrt sein. Vielleicht auch deswegen hier diese Leidenschaft, ja? Dich irgendwie so von sich überzeugen, ja, sowas habe ich hier auch, möchte er oder sie. Vielleicht hat sich dein Gegenüber bis jetzt nicht in so einem Licht für dich gezeigt. Oder er oder sie glaubt, dass du ihn nicht so wahrgenommen hast. Und das möchte man unbedingt jetzt, ja. Jetzt ist sozusagen diese Stärke, diese Leidenschaft, diese Kraft im Vordergrund und soll auch irgendwo gelebt werden. Also ich habe hier auch so ein bisschen, könnte in die dramatische Richtung gehen. Es könnte etwas dramatisch werden mit deinem Gegenüber, ja, mit diesem neuen Weg. Das habe ich hier auch. Das möchte er oder sie dir sagen, dass es auch so ein bisschen dramatisch werden könnte, dich vielleicht so ein bisschen vorwarnen oder so. Ja, aber für die meisten habe ich das hier so, das ist einfach die Stärke und die Leidenschaft, die jetzt nach außen treten soll, weil der neue Weg damit, mit dieser Stärke, Leidenschaft, Feuer, mit diesem Engagement, so soll das sein, so soll das gestaltet werden. Vielleicht ist auch das Ziel, aber eher nicht, eher soll der neue Weg so sein. Und natürlich mit dir. Natürlich mit dir.
Ich habe für einige hier auch sowas wie, ja, dass du auch für dein Gegenüber so stark bist und man möchte, ja, mit dir gleichziehen. Ja, sowas habe ich hier auch. Was sind denn das hier für Karten? Ich habe hier die 6 der Kelche. Ja, okay. Die 6 der Stäbe. Und der Ritter der Schwerter. Ja, diese Dramatik, dieses das Ganze anpacken, auch wenn es schwierig wird, auch wenn der Wind einem kalter Wind ins Gesicht weht, möchte man trotzdem weitermachen, möchte man trotzdem den Widrigkeiten trotzen und diesen Weg gehen, ja? Und dein Gegenüber möchte dir hier auch sagen, dass diese Schwierigkeiten auch einen beflügeln können, ja? Weil dann muss man sich halt zusammenreißen, die ganze Kraft zu sammeln und dann auf eine Sache fokussieren. Und dann kann das sehr leicht dann auch auf einmal sein, ja? Aus dieser Schwierigkeit wird irgendwie so eine Leichtigkeit wie auf einer Feder schweben. Das zeigt hier diese Karte. Ich habe aber auch für einige von euch hier das geschriebene Wort, vielleicht eine Textnachricht, vielleicht ein Brief, ja, vielleicht auch eine E-Mail. Irgendwie möchte dir dein Gegenüber irgendetwas schreiben und so in dieser Form auch etwas sagen, weil ich habe das hier so er oder sie traut sich hier nicht so ganz, das alles auszusprechen. Deswegen wahrscheinlich diese Legung. Und wenn man es schreibt, dann kann man mehr sagen. Dann kann sich dein Gegenüber besser mitteilen. Irgendwie sowas kommt hier auch durch, ja, durch diese Karte. Kommunikation ist sehr wichtig. Das möchte dir dein Gegenüber mitteilen. Kommunikation sehr, sehr wichtig für ihn, ja, wahrscheinlich für dich auch, aber für ihn auf jeden Fall. Das ist hier auch ein Punkt, und das möchte dein Gegenüber hier ansprechen, dass man doch bitte irgendwie an der Kommunikation arbeiten soll, besser kommunizieren, klarer kommunizieren, damit hier keine Missverständnisse auftauchen. Vielleicht habt ihr euch in der Vergangenheit missverstanden und es soll keine Missverständnisse geben. Es soll Klarheit und Einheit erzielt werden, hier mit der nötigen Leidenschaft, mit dem nötigen Feuer auch irgendwo. Ja, das möchte dir dein Gegenüber auch hier sagen. Und ich habe hier die 6 der Kelche und die 6 der Stäbe. Ja, die 6 der Stäbe, das ist der Eroberungswille, das ist der Eroberungsdrang, das ist die Punktlandung, bei dir landen. Ja, er oder sie möchte bei dir landen, das will er dir sagen. Also ins Schwarze treffen hier auch. Und ich habe das hier so, dass dein Gegenüber auch irgendwo so Nahrung braucht. So seelische Nahrung, Herznahrung, also Liebesnahrung. Irgendwie dürstet es ihn nach Liebe, nach Stärke, nach Feuer, nach Leidenschaft, ja. Ich habe hier zweimal die Kelche und hier zweimal die Stäbe und hier auch noch mal die Kraft. Das ist hier irgendwo, möchte dir dein Gegenüber auch mitteilen, ja, das ist da irgendwo so ein bisschen hapert. Es ist zu wenig. Zu wenig, um sich daran zu nähren, zu stärken. Sowas kommt hier auch mit dem Kolibri, ja, zum Tragen in dieser Kartenlegung. Und ja, dein Gegenüber möchte einfach dein Herz erobern, kann aber auch, ja, mit Sturm und Drang dein Herz erobern. Das muss ich dir hier sagen. Dein Gegenüber möchte einfach hier sich irgendwie als Sieger wissen oder vielleicht als Sieger darstellen, ja, dass du siehst, wie stark er oder sie ist, wie begehrenswert man ist und dass dein Gegenüber noch sehr viel erreichen kann und zu sehr viel fähig ist, ja. Das möchte dein Gegenüber dir zeigen und dir jetzt auch irgendwie mitteilen, dass er so ist. Ich weiß nicht, wie sich dein Gegenüber dir denn so präsentiert hat, ja. Aber das ist hier sehr wichtig in dieser Legung, diese Stärke, diese Präsenz, diese
Männlichkeit. Und wenn es eine Frau ist, dann ist es hier auch die männliche Seite, dass man auch irgendwie so sich durchsetzen kann. Dass man auch hier zu vielen fähig ist und auch viel erreichen kann. Das ist sehr wichtig, dass du das weißt. Ja? Vielleicht hat dein Gegenüber so ein bisschen Selbstzweifel, ja, und möchte diese Selbstzweifel so ein bisschen wegschieben, außen vor lassen, diese Selbstzweifel so ein bisschen verstecken und diese starke Seite dir einfach zeigen. Und das möchte er dir jetzt hier sagen, dass er stark ist und dass er auch hier erfolgreich sein wird, sein kann mit dem neuen Weg, den man hier beschreitet. Ja, sowas kommt hier auch durch. Also das ist hier irgendwie so dieses Erobern, dieses Haben, dieser Sieg hier ist sehr, sehr wichtig für dein Gegenüber. Vielleicht generell im Leben, aber auch in Bezug auf dich. Und die 6 der Kelche, die habe ich mir extra zum Schluss aufgespart sozusagen, weil dein Gegenüber beobachtet. Er beobachtet nicht nur dich, sondern auch sich selbst in bestimmten Situationen. Das möchte er dir sagen, dass er auch hier momentan so eine Beobachterperspektive eingenommen hat, eine Beobachterrolle, Beobachterstellung, ja? Er beobachtet, er oder sie beobachtet hier dich, das Leben, alles Mögliche. Und das ist irgendwo so ein bisschen, so vielleicht auch wirkt es, als würde dein Gegenüber dadurch wenig tun. Ja, vielleicht deswegen dieses Kompensieren hier mit dieser Stärke und Kraft. Aber diese Beobachtungen sind wichtig, um daraus lernen zu können, ja, um auch irgendwie reflektieren zu können. Und dein Gegenüber möchte dir hier mit den 6 der Kelche etwas sagen, etwas geben, etwas überreichen, etwas mitteilen, irgendein Stück von sich preisgeben. Sowas habe ich hier auch, ja. Dass dein Gegenüber irgendetwas preisgeben möchte von sich. Dir irgendetwas offenbaren, zeigen, ja. Sind gute Absichten. Das ist hier nichts Schlechtes. Es ist etwas Gutes, etwas Positives. Und dein Gegenüber möchte hier auch irgendwo so, ja, so ein bisschen Freiheitsgefühl haben mit dir. Möchte auch so frei sein, sich wie ein Kind fühlen. Vielleicht sogar so kindliche Freude, kindlichen Spaß haben. Vielleicht ist es momentan bei deinem Gegenüber sehr ernst. Und man sehnt sich hier nach so einer Leichtigkeit, so nach so Spiel und Spaß und Freude. Keine Sorgen, einfach sorgenfrei sein. Ja, sowas sehe ich hier auch. Das möchte er dir mitteilen. Ich möchte keine komplizierten Geschichten. Ich möchte keine Komplikationen. Ich möchte einfach so geradeaus, klipp und klar und einfach, so einfach wie möglich. Ja, das möchte dir dein Gegenüber sagen, ja, dass das vielleicht nicht immer alles so kompliziert sein muss, sondern dass es auch irgendwie so einfach sein kann. Ja, natürlich, die 6 der Kelche, das ist aber auch hier für einige, das ist so am Rande, das betrifft nicht alle, das betrifft so eine ganz, ganz kleine Gruppe, deswegen sage ich das auch ganz zum Schluss. Das könnte auch hier dein Ex sein. Und dein Ex möchte wieder mit dir zusammen sein. Sowas möchte ich dir hier sagen. Vielleicht willst du deinen Ex gar nicht. Ja, vielleicht hast du dir das hier in Bezug auf jemand anderen angeguckt. Aber diese Energien überschneiden sich. Ja, und da kommt irgendwo so diese Ex-Energie hoch. Hier mit dieser Karte. Ja, und dein Ex will noch was von dir. Dein Ex hat dich nicht vergessen. Dein Ex hat noch leidenschaftliche Gefühle für dich. Dein Ex ist irgendwo unterwegs und sucht sich selber, sucht nach dem Ausweg, sucht nach einem neuen Weg, ja, und wünscht sich die alte Zeit mit dir zurück, aber die glückliche alte Zeit. Das soll ich jetzt hier wirklich, das ist so eine spezielle Nachricht von deinem Gegenüber, von deinem Ex. Wenn du nicht damit in Resonanz gehst, lass es bitte weg, ja, dann ist sozusagen die Legung für dich jetzt zu Ende. Aber das ist hier eine spezielle Nachricht von einem Ex-Partner, Partnerin. Und man möchte wieder mit dir zusammen sein, man möchte wieder ein Paar sein mit dir. Und ich habe hier starke Sehnsucht, Leidenschaft nach dir. Man möchte alles klären. Ein klärendes Gespräch mit dir führen.
Man hat, also dein Ex hat einfach sich nicht getraut, dir das zu sagen, auf dich zuzukommen. Und ich habe das hier noch so, dass das wahrscheinlich noch dauern wird, bis dein Ex überhaupt diesen Mut zusammennehmen kann und an dich herankommen, also zu dir kommen wird und sich bei dir melden wird, ja, mit dieser Nachricht hier. Das ist nicht so einfach für ihn oder sie. Ich weiß nicht, was da vorgefallen ist. Vielleicht ist es schon ein bisschen länger her. Kann sein hier, ja, aber trotzdem. Dein Ex hat noch leidenschaftliche Gefühle für dich. Oder diese Gefühle sind wieder aufgeflammt mit dem König der Stäbe. Ja, das soll ich dir jetzt sagen. Und möchte wieder dich erobern, möchte wieder mit dir zusammen sein, möchte wieder diese Freude mit dir erleben. Er oder sie weiß, dass es nicht einfach ist. Und vielleicht auch nicht mehr möglich. Ja, vielleicht. Diesen Gedanken hat dein Gegenüber, also deine Ex hier auch, dass es vielleicht nicht mehr möglich ist. Aber vielleicht werde ich es versuchen. Ja, das soll ich dir jetzt mitteilen. Da kommt irgendwie hier auch noch so eine Ex-Energie rein. Ja. Ja, und ich bin am Ende dieser Legung. Bedanke mich bei dir ganz, ganz herzlich. Wünsche dir einen schönen Abend, einen schönen Tag, eine wunderschöne kommende Zeit. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Namaste.